Hallo zusammen. Guten Tag. Ja, Folge 6 von Oldborn. Wir haben das schöne, schwitzige Hemd an. Sieht aber gar nicht so schwitzig aus, muss ich sagen. Meinst du? Sieht besser aus. Es ist wahrscheinlich nicht so angenehm, aber sieht ganz gut aus. Den Shortcut hatten wir jetzt nicht freigeschaltet, oder? Wir hatten nämlich noch im Basement einen Geheimgang entdeckt. Ein Geheimgang? Da hatten wir jetzt aber nichts freigeschaltet, oder? Wie war das? Wir waren doch, also wir können einen langen Weg gehen über die Sewers, ne? Das ging ja auch. Aber ich finde eigentlich, ich glaube, das war der gleiche, es war ungefähr gleich lang. Und ja. Zu der Leiter kommen wir früher, wenn wir normal gehen. Ja, und der Nachteil in der Kanalisation ist, dass wir da vergiftet werden und keine Echos finden. Ja. Also keine Blutviolen. Und hier haben wir zumindest mal zwei Tröllchen, die wir noch schlagen können. Richtig. Trölliche, kommen Sie. Aber ich würde gerne wissen, wofür wir die Einsicht noch brauchen. Weil bis jetzt konnten wir damit zwar ein paar Türen freischalten im Traum. Wir haben ja 9. Aber ansonsten war da, glaube ich, noch nichts, oder? Also irgendwie eintauschen oder so, das ging nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Noch nichts gefunden. Ha! Haha! Geizhals. Schnell noch all sein Geld ausgegeben, bevor du ihn getötet hast. Hallo? Komm her, mein Tröllchen. Rolli. Huch. Ach ja, wir haben ja unsere Waffe auf +3 geupgradet. Das heißt, statt 4 Schläge brauchen wir nur noch 3. Zack. Jawohl. Ja, das ist doch ja, was. Komm, ja, komm, hier, Gascoin mit einem Schlag, oder? Ja, mindestens mal 3. Hast du. Ja, wir hatten mal wieder kleine Audioprobleme. Jetzt knistert es gerade wieder im Hintergrund. Das haben wir stumm geschaltet. Ach, ich sehe doch, was knistert hier. Das ist deine blöde Fackel da. Ach so, ja, das kann natürlich auch die jetzt Fackel lügst, sein. Jetzt lügst du, jetzt sagst du ja Audioprobleme. Also wir kommentieren jetzt gerade ein bisschen nach. Wir machen es diesmal zu zweit, nicht mehr ich alleine. Ist ein bisschen spannender vielleicht. Ist das so? Ja. Wo sind wir denn hier eigentlich nochmal? Das ist jetzt schon wieder so lange her. Ja, das, 3 Wochen, glaube ich. Das ist die Tür. Die Tür, die kenne ich genau, weil die geht nach außen auf. So heißen also, wir sind vor einem Ladebildschirm gewesen. Und noch so, drin. Soweit weiß ich. Siehst du, wir sind noch drin. Hey. Oh ja. Ach ja, guck mal hier, da ist doch... Ja genau, wir wissen direkt schon, wo hier das Labyrinth. Genau, das haben wir in Folge 5 schon uns sehr genau angeguckt. Hier sind meine Lieblingstiere. Ja. So werde ich mittlerweile auch, wenn ich nach Hause komme, gegrüßt. Ja. Einfach angesprungen und gebissen. Neue Katzen. Ja. Ja, aber so ist das nun mal, ne? Ja, so ist das nun mal. Da kann man nichts anderes ändern. Jetzt erinnere ich mich, der NPC ist ja auch noch da in der Ecke. Ah, genau, hier war der. Oh, der war ziemlich hart, ehrlich gesagt. Haben wir den besiegt? Weiß ich nicht mehr. Nee. Sehen wir nachher. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, so gut sind wir nicht. Ich glaube, wir haben einfach abgebrochen und das Spiel jetzt mal beiseite gelegt. Irgendwas anderes gemacht, uns ein bisschen abgelenkt. Ein bisschen Stardew Valley oder irgendwas Entspannenderes. Ja, ne? Man muss ja auch sein Leben nicht die ganze Zeit durch diese stressigen Situationen führen. Nee, so ein bisschen Candy Crush und ja. So die Spiele fürs leichte Gemüt. So ein Virtual Novel einfach, wo du nur weiterklickst und das war's an Spiel. Ohne es zu lesen. Ja, das, also wer liest denn sowas? Ist ja wie ein richtiges Novel. Hui. Genau, da ist er. Ach, guck mal, der hatte die schöne Waffe da. Ja, den Tonitrus. Ja, Tonitrus. Boom. Tonitrus solltest du aber nicht kriegen in Spy X Family. Und den Call Beyond. Oh, das war's. Das war schon erbärmlich. Ich glaube, da hast du gespielt. Nee, glaube ich nicht. Ah, doch, doch. Glaube ich dieses nicht. You Died, das kommt mir schon sehr nach deiner Spielweise glaub vor. Glaube ich eigentlich nicht. Also der Zuschauer wird es wissen, wir haben der wird es wissen, aber ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht mehr, wer gespielt hat. Egal. Okay, unser nachkommentierter Part, der müsste jetzt gleich mal so ein bisschen langsam enden. Da gehen wir wieder ins normale Audio zurück und ja, leider haben wir dann am Ende der Folge nochmal das gleiche Problem gehabt. Da hören wir uns dann also nochmal. Bis später. Ja, genau, vom Lesen. Weil es bildet ja, ne? Das stimmt natürlich. Ha! Nichts mit anvisieren. Ah, siehst du, guck mal. Das gute Zeug kriege ich. Pass auf. Röllchen. Oh! Super. War ein bisschen zu spät. Boah! Hallo! Achso. Du darfst auch angreifen. Ah, das Dodgen ist anders. Ich dachte, ich rolle, aber ich rolle gar nicht.
Also ich bin gnädig, du hast gerne noch einen Versuch. Ja, aber diesmal verwandelst du den bitte auch. Oh, wieder Diät. Ich verstehe es nicht. Ja, Diät. Die hätte gefehlt. Ja, der Troll, der braucht schon eine Diät. Okay, also beim Anvisieren ist es wieder anders. Ich dachte, ich habe nicht richtig gerollt und ich war die ganze Zeit verwirrt. Ja, ist immer die Steuerung, ne? Ja, die Steuerung war es schuld. Ja, guck. Ja, wenn du anvisierst und dann gleitest du halt und rollst nicht. Ja, das gleitet dann, ne? Ja, es gleitet. Dann rollt man nicht. Und dann gleitet sie aus der Hand. Aber ich bin das Rollen gewöhnt. Ja, also ich kann gar nicht ohne Rollen kämpfen. Machst du auch draußen so. Ja. Bist du schnell unterwegs. Hopp. Ja. Wenn du es eilig hast, dann rollst du einfach die Straße entlang. Ja, so. No. Treppen runter und so weiter. Passt schon. Dann stehe ich hier so an der Bushaltestelle und dann roll ich da rein. Roll in den Bus. Einmal Hechtsprung. Hallo. Na, pass auf, dann komm gleich. Ah, guck mal, der hat deine Echos. Deine wenigen. Deine 60 Echos, ja. 48. Boah. Ist aber ein schöner Effekt hier mit dem Lila. Boah. Fast hätte ich dich erwischt, du alter Haas. Vielen Dank. Ja, super. Dann haben wir fast wieder voll. Vielen Dank. Das, also für die Blumen meine ich. Für die Echos. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Wir müssen aufpassen, nicht, dass die, Musikbox da auch irgendwie mehrere Uses hat oder so was. Also nur zweimal benutzt werden darf. Ja, aber außerhalb vom Bosskampf, das wäre ziemlich blöd. Ja, wäre gemein, aber ich weiß es ja nicht. Ne? Das ist halt Oldball, ne? Wer weiß. Da kann alles das passieren. Das ist Oldschool. Vielleicht löscht das dir auch einfach deinen Save. Wenn du zu oft verlierst, meinst du? Ja. Hm. Klick. So, Kids. Ja, du musst das nicht machen. Ich fand es immer nur ein bisschen angenehmer. Ach so. Wir haben aber nur noch 8 Kugeln. Jetzt sei ein bisschen sparsam damit. Sparsam? Ja, bitte. Weil die brauchen wir noch für Gascoin. Was heißt sparsam? Sparsam heißt am besten gar nicht benutzen. Er hat was hinterlassen. Ein Pebble. Oh, geil. Kieselchen. Geil. So, Kinas. Oh, nee, ich hasse die Viecher. Die kannst du einfach ignorieren. Die geben sowieso kaum Echos. Du bist immer so gemein und ignorierst die Leute. Ja. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung von dir. Ich finde das sehr in Ordnung. Zumindest runter, bei solchen runter, Leuten. Runter, runter, runter. Ja, immer nur Fledermaus-Leute, die du nicht mögen. So, dann zeig mal, was du kannst. Aber wechsel erstmal wieder dein Item aus. Kann man hier schleichen? Nö. Da kommt er schon mit seinem Call Beyond. Und Tonitros. Hassa! Du alter Haas! Bleib stehen, du! Upsa! Ich würde auch an dem dranbleiben. Oh. Ja, damit er sowas nicht macht. Nee, vor allen Dingen, damit er seinen Zauber nicht einsetzt. Oh, der kann auch von nahen zaubern, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Ja, das ist eine Elektrowaffe. Achso. Schnell. Greif an. Ich sehe nichts. Vorsicht, das schießt. Sag mal. Na, sag ich doch. Was ist das denn hier? So wie diese Martyr-Geschichte, einfach eine Granate fallen lassen, wenn du stirbst. Der Effekt bleibt auch, guck mal, schick. Ich hätte ihn fast erwischt, der Hund. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass du es abgebrochen hast. Das war jetzt irgendwie ziemlich gemein. Ich dachte, es auch war gemein, aber so ist das leider. Es ist ja kein Eldenring hier. Die Zauberer waren damals noch ein bisschen besser. Scheinbar. Die konnten zaubern, die müssten einfach nur sagen, ja, ich hab's versucht, aber dann kommt es trotzdem raus. Mhm. So fände ich das auch gut. Also einmal jetzt noch. Ansonsten gehen wir nochmal zu Gascoin und verlieren da nochmal. Viermal noch. Ja, aber Gascoin kriegen wir easy hin. Der ist ja nur so ein Nebentyp, aber... Bubser ist das. Diese verlorene Hunter, das ist ein Biest. Ja, die sind ganz schön stark, ey. Das ist ein Biest. Aber hätten wir solche Ausrüstung, du, dann sag ich dir, das wäre aber ganz anders dann. Ja, wenn wir zaubern könnten, dann wären wir ein Zauberer, ne? Ja.
Dann würden wir in Las Vegas auf der Bühne stehen. Kartentricks machen. Wow. Ha, geschubst. Nicht, dass ich gleich zurückschubse, du. Brauchst gar nicht das Feld suchen. Zack. Zarab. Zarab. Guck mal, wie viele Blattweils wir haben. Na, wenigstens eine positive Sache hat's dabei. Ja, siehst du, deswegen bin ich auch extra kurz nochmal gestorben, damit du den besiegen kannst und deine Rache kriegst. Aha. Und aus keinem anderen Grund. Okay, naja, dann hat es sich ja gelohnt. Ja, oder? Mhm. Also ich bin zufrieden. Ich gleich auch, wenn ich meine Rache hatte. Ja. So, warte mal, jetzt nehmen wir hier mal die fette Hunter Pistol plus 1. Sei vorsichtig damit, ne? Ja, ich kann schon damit umgehen. Kugeln sind aus Silber, die sind teuer. Ich weiß schon, was ich tue. Berühmte letzte Worte. Du wirst gefressen. Das tust du. Ich fress die gleich. Legion Taste. Na, kommen die bis hin? Ii. Oh. Aber runter kommen sie nicht. Ja, das ist der schlaue Trick. Man weiß, dass weder eine Fledermaus, noch ein Rabe, noch ein Hund jemals eine Leiter benutzen konnte. So, jetzt komm her, du. Nur Ziegen können Leiter benutzen. Guck mal, der ist ja ganz lieb, wenn man bei ihm dran ist. Aber man sieht manchmal nichts, das ist traurig. Ein sehr enges Areal, in dem man hier kämpft. Ja, haha. Du hast vertan, mein Lieber. Jetzt leg dich hin in deinen ewigen Schlaf. So, mal. So, jetzt. Der schlägt. Das war's. So, jetzt haben wir eine. Jetzt nimm die Waffe, nimm die doch. Die matschige doch Mütze oder sowas. Also toll. Hey. Tonitus! Oh. Ja! Geil. Und 1500 Echos. Das fetzt. Fetsch. Das ist ja richtig fetsche Kerl. Besser was. Black Sky Eye, das ist neu. Soft Eye, blessed by a phantasm. They were discovered through Bürgenwürz. Wie spricht man das aus? Bürgenwürz. Contact with the Arcane. But in the end, revealed nothing. Yay. Doch, das gibt's auch. Das sind die ganzen Items hier, die Beschreibung dazu. Cool. Sehr gut, also aber wir haben keinen Insight gewonnen jetzt diesmal. Nee. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Hua. Hallo. Hunter Hat. A fine piece of Hunter Attire that provides stable defense to anyone facing Yharnam's beastly threat. Ooh. Attire. 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 Wah. Du. Legst dich lieber nochmal hin, mein Freund. Nicht mal getroffen wurde. Rabenhund. So, jetzt ist er aber nicht noch so ein alter Jäger, ja? Doch. Also, das kennen wir schon. Warte, ich höre doch irgendwas laufen hier. Hörst du es auch? Ah, das ist doch nur ein Rattenhund. Oh! Ach so, da oben die. Das ist nur ein Rattenhündchen. Guck mal, der ist auch schnell tot. Throwing Knife. Warum hat... Der hat doch... Na gut. Ich frage mich nicht, wo der Rattenhund seine Wurfmesser gestaut hatte. Ah! Hier kann man sich auch wieder schnell verlaufen, ne? Ja, definitiv. Vor allem, weil es jetzt schon wieder 7 Leitern gibt hier. Ja, echt. 1, 2... Und ein Schalter haben wir auch noch. Guck mal, aber wir können uns an den Items orientieren. Ja. Jetzt sind wir beim Hebel neben den Wurfmessern. Hinter dem Ledersessel des Rattenkönigs. Hier ist aber nix. Oh Mann. Okay, was passiert jetzt? Flammende Feuerwelle. Es werden 10 von diesen Huntern von der Decke gelassen. Schade. Ach so, toll. Das ist guck mal, dann sind wir ja hier am Anfang, oder? Dann wissen wir ja, wo wir sind. Ja, super. Gut. Dann wissen wir ja, dass wir jetzt als allererstes diese Leiter hier nehmen. Genau, diese hier. Sehr gut, wir wurden noch nicht von irgendeinem Hund gefressen. Es rettet Kane. Ja, danke. Das brauchen wir uns jetzt nicht alles durchlesen, denke ich, oder? Das wollte ich wissen.
Guck mal, hier ist auch noch Executioner's Gloves. Ach, guck mal, das ist das eine Item, was der andere Hunter benutzt hat. Der Hund. Ja. Ganze Spirits mit Rufen. Finde ich ja gut. Finde ich auch gut. Vor allem, wenn ich es hätte, selber. Hm? Das war's? Hier ist sonst nichts? Ja. Toll. Ja, ja, wenn Wissen für dich nichts ist, ne, dann... Ja, ich hätte gerne Items. Ich will nicht nur darüber lesen. Dieser Kapitalist. Du weißt ja, hier, Theorie und Praxis, ne? Ja, ja, ja. Erst die Theorie und jetzt die Praxis. Ja, du hast ja deinen Tonitrus da. Ja, das ist aber alles. Ich will noch mehr. Du willst zwei Tonitrussis. Ich will mehr, ich bin nie satt. Ich werde nie satt. Es ist besser. Wenn man mehr hat. Ja. Ja. komm ich da rüber? Kann man springen, ja, ne? Ja. Boah. Es ist so dunkel, warte mal, ich nehme mal jetzt die Fackel. Athlet. Fackel Jill. Na, ja. Das ist die ganze Bibliothek hier niedergebrannt wegen dir. Ja. Ah, Hunter Blunderbuss. Blunderbüsch. Hunterpistel. Na, die haben wir ja schon. Ja, eine Hunterpustel haben wir. Aber ich habe doch auch Items gesehen. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich glaube nicht, dass du Items gesehen hast. Ich glaube, du lügst einfach. Nee, eins hatte ich auf jeden Fall gesehen hier. Ich glaube, du lügst einfach und verbreitest deine Lügen einfach weiter hier im Video. Guck mal, da geht's ja lang hier. Ah! Ist ja wie Elden Ring hier, überall an den Kanten noch entlang. Ah, guck. Da, ich wusste es. Ah! Mal gucken, ob wir das auch benutzen können. Ne? Wo ist denn das? Da, wo ist denn das? Ja, wo ist denn das? Ja, wo ist denn das? Boah. Verbraucht natürlich eine Kugel, aber ey, immerhin. Geil. Ein Blutspeer, das hatte der eben auch. Das ist es. Das ist cool. Das ist nicht der Gewehrspeer, das ist der Blutspeer. Finde ich auch gut. Blutspeer. Ja, dann können wir ja wieder hoch, ne? Jetzt haben wir hier, glaube ich, alles. Ich möchte alle Speere haben. Da waren wir auch schon. Oder? Waren wir da auch schon? Weiß nicht, wo wir waren. Wir versuchen es. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay, oder? Das Sawhunter Batch. Batche. Batch. Ach, das ist wie Pokémon hier. Man muss die Badges, muss man die sammeln und dann kann man gegen die Fantastischen Vier kämpfen. Hm? Ja, cool, dass hier so eine Bibliothek existiert mit den ganzen Itembeschreibungen. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja, ist eigentlich schick. Ja, hat definitiv kann etwas. Man da, vielleicht schaltet sich das auch nach und nach frei, weißt du? Hat so seinen Charme. Endlich. Wenn die Hunde. Na toll, die sind ja immer da. Sterben. Zack! Oh, der hat dich fast gehabt. Tja. See you in the next life, mein Freundchen. Die können leider keine Ladescreens, die haben die Angst vor. Da geht's denen immer nicht gut bei. So. Jetzt muss ich nur noch mal den Weg finden. Ich glaube, jetzt gleich hier vorne rechts und dann. Ja, du kannst ja deinen Tonitrus benutzen, der ist ja. Ja, der ist aber nur plus 0. Ja, ich bin ja auch plus 0. Hm. Toni, benutze deinen Trost. Ich sag immer, wenn der Toni seinen Trost auspackt, dann geht er ab. Sag mal. Ja. Was soll das? Genau das. Was soll das? Da geht's aber auch noch lang hier, ne? Guck mal. Da waren wir noch nicht, oder? Ich hab keinen. Ah, toll. Also, das war lob. Das ist ja super. Gott sei Dank. Sonst hätten wir uns wieder verlaufen für 3 Stunden. Ja, jetzt machen wir vorher erstmal hier das Ding da. Bist du leger? No. Sieht irgendwie dann heller aus als vorher mit der Fackel. Meinst? Das ist so dieses Fackelphänomen, ne? Da sprechen die Wissenschaftler ja schon seit 20 Jahren drüber. Mhm, habe ich letztens erst einen Artikel drüber gelesen. Ja, ich weiß. Habe ich hier geschrieben. Ja. Haha! Boom. Da war der. Ach, da ist er doch schon hier. Also. Meinst du, der gibt uns sein Wäffchen?
Mit Sicherheit. Jetzt reicht's aber hier. Wow. Sag mal, das ist ja wie Gascoin. Oh, das ist ja noch so ein Vieh. wie unfair. Oh, 3200 Echos, das war ein Level-Up hier. Das ist natürlich traurig. Ja, aber vielleicht hat der Vogel ja jetzt sein Blut-Echo. Verdammt. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir müssen langsam, aber sicher zum Ziel kommen. Das nervt aber langsam. Wollen wir nicht doch nochmal Gascoin versuchen? Ja, soll ich den mal eben machen? Aber ja, dann verlieren wir unsere 4000 Echos eventuell. Oh, du hast recht. Aber wenn du den jetzt nicht besiegst, sondern der dich, dann haben wir es auch verloren. Ja. Aber ich will das hier mal. Pack! 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 Okay, der macht nicht besonders viel. Ich dachte, der macht Zauber. Macht er keine Zauber? Ja, mach mal L1. Ah! Ja, könnte schon hilfreich sein. Ne? Aber wie gesagt, der ist plus 0 jetzt. Und guck mal, der hört auch direkt wieder auf. Wie? Ja. Ja, das ist nur, weil ich jetzt hier durchlaufe. Nee, das musst du immer wieder neu aktivieren. Was? Im Menü ist das ja ungünstig. Das ist ja gemein. Aber es kostet nichts zum Aktivieren oder kostet es eine Kugel? Nein. Aber die Waffe ist plus 0. Es ist doch aktiviert oder nicht? Oder jetzt oder doch oder da. Assa! Oh Gott, der macht mir Angst. Hä? Ich hab gar nichts. Hab ich gerade keinen Schaden gemacht? Warte mal. Das muss ich weiter experimentieren hier. Zack. Boah, nur 7 Schaden macht er dann? Der ist plus 0. Boah. Okay, das ist nicht die beste Waffe und das Anvisieren funktioniert auch sehr gut. Hab ich dir gesagt, das bringt so nichts. Ja, aber plus 0 Waffen sind aber gar nicht so schlecht. Wir haben unsere Hunterpistole ja auch noch auf plus 1. Ja, Pistole, die ist auch nur zum Kontern da. Aha. Der hat auch eine sehr schlechte Reichweite hier, der Tonitrus. Ich sag's ja immer, ein Gewehrspeer. Oh, ist das, was wir brauchen. Lass mich in Ruhe. Komm, geh einfach raus, du verbrauchst die ganzen Echos. Ja, warte doch, das ist hier alles. Ich level ja meinen Tonitrus auf. So Hilfe. Funktioniert das nicht. Ah! Ich will den Ausgang nicht. Ich renne einfach weg. Nein, nicht da rein. So, ich habe ihn ausgetrickst. Ich gehe wieder nach Hause. Ciao, Jungs, danke fürs Aufleveln von meiner Waffe. Weg hier! Boah, hau ab, komm ja nicht wieder! Das war gefährlich. Nee, der Tonitrus ist nicht so meins. Nein, habe ich dir direkt gesagt. Nee, aber du hast gesagt, Gewehrspeer soll ich mir holen. Nee, habe ich nicht gesagt. So, jetzt sind wir wieder hier die schöne Säge. Alle Quip. Na, besser nicht. Zack, zack. Guck mal, das ist nur plus 3. Da so ein Riesenunterschied ist, das glaube ich doch keinem. Bumm. So. Oh, jetzt rein da. Ich will da nicht rein. Klar willst du da rein. Der war gemein das letzte Mal zu mir. Jetzt kannst du ihm mal zeigen, wo der Hase läuft. Wo die Säge hängen. Wo die Säge hängen bleibt. So, Toni Truss. Ja, das sieht doch schon besser aus. Schön Kugel noch. Aber der erste Schlag hat auch gut Schaden gemacht beim Tonitrus irgendwie. Ja, hat sie den aufgeladen? Oder vielleicht war das auch wegen, weil du dem Rücken geschlagen hast, keine Ahnung. Ah, so war das. Boah, ist ein bisschen hier. Dunkel hier. Oh, Taschenlampe an. Wo ist die Scheiße hier? Da. Nein, da. Torque. Torch. Ja. Nix schubsen. So. Was haben wir hier nicht gerne. So, mein Freundchen hier. Schluss mit dem Geheule. Komm, mach Gascoin, wir kriegen den sowieso nicht besiegt, oder?
Was meinst du? Willst du es nochmal versuchen? Na, der Weg dahin ist auch sehr gefährlich, ne? Wo gehst du lang? Wo ist die Türe? Ja. Der Weg dahin ist sehr lang und gefährlich, aber ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall versuchen, unsere Echos wieder zu kriegen. Ja, dann mach mal. Weil das sind natürlich ein paar. Zwei oder drei. Boah! Die haben mich auf den Sack. Boah, was machst du denn hier mit meinen Sachen? Was machen Sachen? Ja, was machen Sachen? Basemann. Ha! Von so einer Tür lasse ich mich nicht austricksen. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt geht es auf zum Hunter. Ah. So ein paar Hühnchen. Hühnchen? So ein Hühnchen wäre jetzt klasse, ne? Ich sehe auch seine Füße da unten. Ah! Bumm. Erledigt. Was für ein fieser Hund. Fand ich aber süß, dass man die Füße hier unten gesehen hat. Mhm, total süß. Der lebt. Wuff. Oh, guck mal, die gehen aber doch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, guck mal, dafür, dass es so lange dauert, 100 Stück. Na gut, ich sag mal nix. Wie, du sagst nichts. Die hast du doch schnell zusammengehackt. Hast du gehackt gemacht und dann machst du dir was Leckeres drauf, irgendwie im Ofen oder so. Oder einen Burger oder sowas Schönes. Mhm. So ein Rabenburger, ne? Ja, Hunderabenburger, ne? Mhm. Das ist natürlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob man den Kopf natürlich mitnutzt, ne? Klar. Gibt's überhaupt lang? Bei ich weiß manchen Fastfood-Ketten mit Sicherheit. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Aber man sagt ja immer der Nase lang, ne? Genau. Was jetzt nicht passiert, aber. Also, wenn du jetzt der Nase lang gehst, dann. Ja, okay, ich meine, der guckt ja in die richtige Richtung. Nein, falsch. Falsch, falsch. Ja, ich suche doch nur das Türchen hier. Ja, ich weiß. Ich sag dir ja falsch. Ja, du sagst immer nur falsch. Richtig. Du kommst hier rein und sagst immer direkt falsch, falsch. Guten falsch. Falsch. So. No. Wer möchte auf die Nase kriegen? Da ist richtig. Das ist ein langer Weg, hä? Ja, ich sag ja. Wenn wir jetzt wieder verlieren, dann lassen wir's. Ja, aber ich spiele ja, deswegen verliere ich ja nicht. Nein. Hast du überhaupt schon so einen Hunter besiegt? Nee, das war immer ich. So ein Hunter ist doch easy. Ich möchte sehen, aber geh nicht zu weit nach vorne. Du weißt ja, da sind diese Rabendinger. Ja, so ein Fehler wird mir nie passieren. Problem ist, dass sie einfach auch so viel aushalten. Ja. Guten Tag. So, mein Herr. Da hinten sind die Echos. Aber da hinten sind auch noch mehr Gegner. Mhm. Spannender Kampf. Der für den Aufzug. Heilen, heilen, ja. Schluss mit deiner unverschämten Ballerei. Hilfe. Oh, er ist ruhig. Finde ich auch klasse, dass sie einfach unendlich Kugeln haben. Wie wär's, wenn du den einfach. Renn einfach weg. Nein, jetzt. Oh, sicher die Echos. Ich komme hier nicht an dem vorbei, ohne dass er mich abballert. Ja, dann mach doch mal X weg. Es wird geschossen. Boah, ist ja wie in Amerika hier, ist ja unfassbar. Jawohl, passt so. Vorsicht, dass der jetzt nicht hier ankommt. Boah, der schießt immer noch auf mich. Ja, geh einfach mal weiter. Nein, ich will nicht gegen Raben sterben. Hallo? So, jetzt sind wir wieder beim nachkommentierten Bereich. Wir hatten wieder ein kleines Knistern drin. Und das ohne Fackel, siehst du, es lag gar nicht an der. Na gut. Ja, aber trotzdem ist das hier extrem gut gespielt gewesen von mir. Da muss ich sagen, also das war schon eine Jagd.
Ja, ich bin nur froh, dass wir die Echos zurückbekommen haben. 3200, wir haben uns das gerade nochmal angesehen. Das war es ja richtig wert hier. Ja, klar. Ne? Aber den ganzen Stress. Die Frage ist, wer hat diese Echos verloren? Ja, das ist die Frage, deren Antwort wir nie erfahren werden. Ne, wir werden es nie erfahren. Ihr wisst es. Und ihr könnt da auch gerne einen Brief schreiben an die Person, die das war. Also ich hoffe mal, ich war es nicht, weil ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Naja, auf jeden Fall wissen wir genau, wer die Seelen immer wieder zurückholt. Einmal. Wer uns hier am Leben hält. Einmal. Wer dem schießwütigen Jäger, der da einfach unverschämt auf dieser Brücke campt. Oh, das sah gefährlich aus gerade. Ja, finde ich auch. So ins Leere laufen, das ist schon wie so ein Albtraum. Man weiß halt nicht, wo es endet, ne? Aber das heißt ja, wir haben den noch gar nicht besiegt, den alten Affen da. Ja, ich glaube, wir haben gesagt, wir lassen ihn einfach da, wo er ist, weil da tut er ja keinem mehr was. Also zumindest tut er uns nichts mehr. Wir haben die Echos und okay, natürlich wird er natürlich hier seinen tollen Zauber noch droppen, aber ganz ehrlich, Zauber. Ja, dieser Totenkopf, der da à la Metin 2 Sura einen angreift. Schon. Aber ich hätte lieber seine Pistole mit unendlich Munition. Die wäre nämlich auch nicht schlecht eigentlich so. Das wäre eigentlich auch recht praktisch, weil ja. Das ist eigentlich ein einfaches Leben. Hier, so könnte ich auch Bloodborne spielen, so wie dieser komische Jäger da. Einfach Schüsse spammen. Aber wir wissen übrigens gar nicht, wo wir jetzt genau so sind, weil unser Audioprogramm hat einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben eine Minute weniger Audio als Videomaterial. Das heißt, wir kommentieren am besten jetzt gar nicht, was auf dem Bildschirm abgeht so richtig. Sonst haben wir gleich ein Problem. Ja, doch, gucke mal hier, da sind wir doch genau da, wo wir sein sollen. Und wir kommentieren ja jetzt nach und dann haben wir ganz, ganz viel. Ja. Hoffentlich. Loading. Ja, jetzt haben wir gerade einen Ladebildschirm. Loading. Das kenne ich noch nicht. Der Hunter Stream. Oh, so wird man immer auch zu Hause begrüßt. Ne, auf der Arbeit morgens. Ja, vor dem ersten Kaffee, ne? Ja, moin. Shut your eyes. So, ich weiß auch genau, was wir hier aufskillen. Und zwar alles auf Arcane. Alles auf Endurance. Weil dann kann dir keiner mehr was. Dann hältst du so viele Schläge aus, weil du bist ja... Stimmt. Na, ja, das ist, dann machst du dich selber zu so einer Schutzweste. Dann kannst du hingehen und dann kann er auf dich schießen, wer will. Richtig. Cool. Okay, ich glaube, die Folge ist so langsam auch an ihrem Ende angelangt. Ja, damit endet auch unser nachkommentierter Part. Tut mir leid, oder tut uns leid, dass das jetzt nochmal so passiert ist. Wir kommentieren einfach jetzt immer nach, weil ist ja viel besser so. Ja, ist eigentlich ganz angenehm, ne? Wenn man einfach nur spielt und dann nachkommentiert, dann kann man sich viel mehr aufs Spiel dann konzentrieren. Dann ist man auch ein richtiger Profi. So, ja, dann spielen wir auch ganz anders, ne? Logisch. Ja, ganz anders. Alles klar. Ja, dann sagen wir mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.